Hallo und herzlich willkommen zum Talent Day 2021 für Medien- und IT-Berufe. Ich bin Daphne und ich freue mich, dass so viele von euch erschienen sind. Normalerweise findet diese Veranstaltung im Cinemax am Dammtor statt, aber diesmal schon zum zweiten Mal in einem digitalen Format. Macht aber nichts. Es werden trotzdem ganz viele unterschiedliche Leute sprechen und ich denke, es wird super interessant werden. Wir haben einige Impulse und ihr habt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Also die Kameras und der Ton sind bei euch, die Zuschauer, nicht angeschaltet, aber ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr unten mal in die Leiste schaut, da gibt es einen FAQ-Bereich. Wenn es Fragen gibt, dann schreibt sie gerne da rein und ich versuche sie dann mit einzubringen. Ja, also erstmal herzlich willkommen an alle SchülerInnen und Studierenden, die sich heute angemeldet haben. Bis zu 550 Menschen sind es. Und ich möchte auch ganz herzlich Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Broder begrüßen. Hallo. Hans-Jörg Lübke von der KWB, erste Geschäftsführer, möchte ich auch nochmal herzlich begrüßen, sowie die Mitarbeiterinnen von der KWB, die auch hier den Talent Day heute veranstaltet haben. Vielen Dank dafür. Ansonsten möchte ich auch nochmal die VertreterInnen der Handelskammer begrüßen, sowie alle UnternehmensvertreterInnen, die heute da sind und bei denen ihr, die Schüler und Studierenden, später noch die Möglichkeit habt, einmal in die Unternehmen reinzuschauen, was auf jeden Fall eine einmalige Chance ist. Zu mir nochmal als Person. Ich moderiere heute hier die Veranstaltung, denn ich bin auch beruflich selbstständig als Moderatorin und Reporterin unterwegs. Noch gar nicht so lange tatsächlich, erst seit Juni 2020. Eigentlich studiere ich europäische Ethnologie und Pädagogik. Ich bin aber so irgendwie in den Job reingerutscht. Zu dem Werdegang werde ich aber später noch mal was erzählen. Vielleicht werdet ihr in Zukunft oder vielleicht läuft euch irgendwann mal eine Kurzreportage von mir über den Weg, wo ich Menschen oder weiße Menschen frage, ob ich mal in ihre Haare fassen darf. Oder Menschen nach ihrem Nazi-Hintergrund frage, Männer auf der Straße catcalle. Das mache ich alles gemeinsam mit dem Team vom 4. Deutschen Fernsehen. Wir versuchen mit solchen Formaten einfach mal den Spieß umzudrehen, um auf rassistische und sexistische Strukturen aufmerksam zu machen und denen halt entgegenzuwirken. Aber ich arbeite nicht nur fürs 4. Deutsche Fernsehen. Inzwischen moderiere ich auch andere Veranstaltungen wie diese zum Beispiel oder auch die ADC Talent Award Show oder Deichbrand at Home, alles Mögliche. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich im Kollektiv Afrodeutscher Frauen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Basis für das, was ich jetzt gerade mache, weil ich ja viel antirassistische und intersektional feministische Arbeit mache. Das hat mir so ein bisschen den Grundstein gegeben. Wir machen dort Empowerment-Arbeit. Das bedeutet, es ist für schwarze Frauen ein safer Space, wo wir uns gegenseitig stärken und über unsere Erfahrungen sprechen. Und wir leisten auch politische Bildungsarbeit. Und ich denke, das hat mich auch irgendwie zu dem Job gebracht, den ich jetzt gerade mache. Zu meinem Werdegang möchte ich euch aber gerne später noch ein bisschen mehr erzählen und jetzt gar nicht mehr so viel über mich sprechen. Ich möchte mich an der Stelle erstmal bei den FörderInnen, Geldgebern vom Talent Day bedanken, die das hier heute auch mit möglich gemacht haben, bei der Hamburgs Behörde für Kultur und Medien. Vielen Dank für die Unterstützung. Genauso möchte ich mich bei der Handelskammer bedanken, der Handelskammer Hamburg, die das Ganze hier auch unterstützt hat. Und ja, ihr da draußen, die SchülerInnen und Studierenden, ihr habt heute die einmalige Chance, nutzt sie auf jeden Fall. Ihr könnt in die Unternehmen reinschauen, ihr könnt alle möglichen Fragen stellen, die ihr wollt. Ihr könnt schon mal Kontakte knüpfen und ich sage es euch, Connections sind das A und O, vor allen Dingen in der Medienbranche. IT-Branche habe ich ehrlich gesagt nicht so den Plan, aber in der Medienbranche würde ich sagen, sind die Kontakte das A und O. Und wenn ihr irgendwie schon mal die Möglichkeit habt, mit den Unternehmen direkt zu sprechen, dann nutzt diese Chance auch und guckt auch gerne mal in Bereiche rein, in die ihr vielleicht sonst nicht reingeguckt hätte. Das ist jetzt auch eine einmalige Chance. Nur heute könnt ihr das einfach mal so kurz machen. Sonst braucht es vielleicht immer einen längeren Weg, um dahin zu kommen.
Auch wenn ich jetzt meinen Werdegang anschaue, ich war auch in einigen Bereichen, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber irgendwie haben die mich auch geprägt und auch mich zu dem Job gebracht, den ich jetzt halt heute mache. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen. Und ich möchte auch jetzt nochmal die Frauensternchen hier unter uns empowern, die vielleicht auch mal drüber nachgedacht haben, in die IT-Berufe zu gehen. Guckt euch das gerne an. Wir brauchen mehr Frauenpower in den IT-Bereichen. Und auch ich als schwarze Frau möchte, habe doch auch das Anliegen, dass die BIPOCs, also die Menschen mit Migrationsgeschichte, diese Chance heute hier nutzen, um sich mit den Unternehmen zu connecten, in die Berufe reinzuschauen. Denn man wird es nicht immer einfach haben, aber heute habt ihr auf jeden Fall eine sehr gute Chance. Und ich finde es cool, wenn wir alle mehr representen. Ja, so viel erstmal dazu. Ich freue mich, dass wir jetzt heute starten. Vielleicht werden die einen oder die anderen heute ihren Berufswunsch finden. Vielleicht habt ihr ihn auch schon und wollt ihn festigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt gibt es erstmal ein paar Begrüßungsworte von unserem Senator Dr. Carsten Broster. Und er ist verheiratet, hat eine Familie, 2 Kinder. Und er hat angefangen mit Journalistik und Politikwissenschaft. Das hat er studiert an der Universität in Dortmund. Und in dem Rahmen hat er dann auch ein Volontariat angefangen bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Essen. Und später hat er dann promoviert über diskursiven Journalismus. Also ich denke, das hat ihn zu seinem Doktortitel gebracht. Und ja, seit 2017 ist er jetzt der Senator der Kulturbehörde, also oder auch Behörde für Kultur und Medien. Ich hoffe, er ist jetzt schon eingeschaltet. Carsten Broder, bitteschön. Ja, ich bin da. Ich glaube, ich bin zu hören, aber der Host hat mein Video gestoppt. Insofern bin ich nicht zu sehen. Aber zu hören bin ich, glaube ich, oder? Ja, zu hören sind Sie auf jeden Fall schon. Ja, dann fangen wir doch einfach schon mal an. Vielleicht schaltet der Host meine Kamera irgendwann auch noch ein. Dann bin ich auch zu sehen, aber das ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Ja, ich freue mich tatsächlich, dabei sein zu können, zumindest auf diesem Weg heute. Und sozusagen ein paar Worte zu sagen, weil in der Tat, wie es schon gerade gesagt worden ist, bin ich sagen ja selber mal mit dem Ziel, in die Medien zu starten, sozusagen beruflich begonnen, bin dann ein bisschen vom Weg abgekommen, am Ende in der Politik gelandet. So ist das manchmal, aber ich glaube tatsächlich, dass es nach wie vor nicht nur ein unglaublich spannender Bereich ist, sich um Medien und IT zu kümmern, sondern darüber hinaus auch sagen einer, der sich gesellschaftlich lohnt. Und deswegen kann ich alle nur ermuntern, die diesen Talent Day IT und Medien jetzt nutzen wollen, um in diese Branche mal reinzuschnuppern, das genau zu machen und sich da einen Überblick zu verschaffen. Ich glaube auch, dass die Bereiche IT und Medien gar nicht so weit auseinander und so gegensätzlich sind, wie das manchmal klingt, sondern viel, viel mehr miteinander zu tun haben, weil wir heute an ganz vielen Stellen uns mit der Frage, wie geht das eigentlich zusammen zwischen Inhalten, die produziert werden auf der einen Seite und den technischen digitalen Rahmenbedingungen, mit denen die Inhalte verbreitet werden, auf der anderen Seite befassen. Und wir sehen, dass in vielen Medienhäusern IT-Fachexperten gesucht werden, dass in vielen IT- und Softwareunternehmen mittlerweile Inhalteexperten gesucht werden und das Ganze insofern viel, viel dichter aneinander rückt, als das so manchmal von außen den Anschein hat. Und wenn wir uns so angucken, was wir auch so für Diskussionen bei uns in der Gesellschaft miteinander führen. Ich sage sowas wie Fake News und sozusagen die Frage, wie informieren wir uns eigentlich auch in dieser Pandemie über das, was uns ansteht, dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir professionelle Menschen haben, die sich darum kümmern, dass wir in unserer Gesellschaft das wissen, was wir alle wissen müssen, dass wir miteinander sagen die Geschichten uns erzählen, die wir uns erzählen wollen, um unsere Welt um uns herum ein bisschen besser zu verstehen. Und das ist etwas, das machen wir zwar alle tagtäglich auf den Social-Media-Angeboten, die wir haben, aber das ist schon auch etwas, für das wir Profis brauchen. Und diese Profis arbeiten in den Medien, diese Profis arbeiten teilweise auch in der IT, weil sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und diese Profis brauchen wir, glaube ich, fast dringender denn je, weil es nicht mehr nur darum geht, durch ein paar wenige digitale oder nicht digitale Kanäle über Zeitungen, über Radio und über Fernsehen Informationen zu verbreiten, sondern das Ganze wird immer unübersichtlicher und als Gesellschaft verlieren wir uns bisweilen auch in diesen vielen verschiedenen Foren, die es da gibt. Und da Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu haben, die uns da durchgeleiten und uns zeigen, was wirklich wichtig ist,
und uns das erzählen, was wirklich interessant ist. Und zwar nicht nur für uns alleine jeweils individuell, sondern tatsächlich auch gemeinsam, weil es uns alle befassen und interessieren muss. Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen und entscheidenden Punkt. Insofern kann ich alle nur daran unterstützen, die sich vornehmen, in diesen Bereich hineinzugehen. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so modisch, wie als ich jung war und irgendwie, ich will was mit Medien machen, fast so ein No-Brainer war und das irgendwie alle wollten, sondern die Optionen werden mehr, aber die sagen, Möglichkeiten sind tatsächlich an der Stelle auch so spannend, dass man die sich auch vornehmen sollte. Das schöne Zweite, was man dabei nicht übersehen sollte, ist, dass das Ganze auch noch für einen Einzelnen gar nicht so uninteressant ist, weil wir immer noch Fachkräfte im Bereich der Medien und der IT suchen. Also nach Brancheninformationen fehlen uns deutschlandweit 80.000 Beschäftigte. Hamburg ist einer der, wenn nicht der beliebteste Standort aus den Augen der Fachkräfte sozusagen in dem Bereich IT und Medien. Wir haben hier starke Netzwerke mit Next Media Hamburg, das wir organisieren. Wir haben viele große Unternehmen in der Branche hier am Standort, sodass das etwas ist, wo man am Ende sagen kann, da mache ich nicht nur was gesellschaftlich Sinnvolles, sondern da mache ich auch etwas, was für mich selber dafür sorgen kann, dass ich mein Leben gut organisieren kann, weil ich auch eine Beschäftigungs- und Jobperspektive daran habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie, dass ihr alle die Gelegenheit nutzt, heute in die Unternehmen hineinzuschnuppern, euch das anzugucken, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was daran spannend ist und wo man dann vielleicht auch tatsächlich mal tiefer bohren möchte in den kommenden Monaten oder Jahren, dann, wenn es um eine Ausbildung oder ein Studium oder eine berufliche Perspektive geht. Und wünsche einfach, dass ihr euch orientiert, um danach andere in unserer Gesellschaft orientieren zu können. In diesem Sinne einen großartigen Talent Day IT Medien und hoffentlich am Ende die Entscheidung, ja genau in dem Bereich will ich hinein, ich will was mit Medien machen, ich will dafür sorgen, dass wir tatsächlich die kommunikativen Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft haben, um auch als freie, als offene, als vielfältige demokratische Gesellschaft vernünftig miteinander klarzukommen. Und das geht nicht ohne Journalistinnen und Journalisten, das geht nicht ohne Inhalteexperten, das geht aber auch nicht ohne Menschen, die sich verantwortlich fühlen für die technischen Rahmenbedingungen unserer Öffentlichkeit. In diesem Sinne seid ihr, glaube ich, auf dem richtigen Pfad und ich hoffe, er führt euch ans Ziel. Und jetzt einen schönen Talent Day. Vielen Dank, Carsten Roder. Das waren sehr schöne Grußworte. Also ich nehme daraus mit für alle, dass es eigentlich sehr vielversprechend heute ist und man viele Chancen hat, in Hamburg in die Medien- und IT-Branche zu gehen. Also nutzt die Gelegenheit. Als nächstes bekommen wir jetzt einen kleinen Impuls von Matthias Henze. Er ist CEO und Mitgründer von Jimdo. Wir haben ihn gerade eben schon gesehen. Hallo. Und Jimdo ist ein Anbieter von Softwarelösungen, speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen. Und da unterstützt der kleine Unternehmen im Grunde mit Tools wie Websites, Baukasten, Online-Shops und Rechtstexte managern. Oder ich nenne Managern, kann man so sagen. Genau. er hat aber angefangen, BWL zu studieren in Kiel und auch später dann in Göteborg und ist dann gleich zu Jimdo gekommen und hat dort 18 Jahre verbracht bis jetzt und auch nicht den Job gewechselt. Das bedeutet, der scheint wohl ziemlich gut zu sein und wahrscheinlich möchte er da auch nicht so schnell weg. Ich bin gespannt, was er heute zu erzählen hat. In seiner Freizeit verbringt er sonst sehr gerne auch Zeit mit seiner Familie oder mit Segelfliegen. Finde ich sehr spannend. Hobbys brauchen wir nämlich auch zum Ausgleich, denke ich. Das ist wichtig. Ich bin sehr gespannt, was er heute zu sagen hat. Matthias Henze, herzlich willkommen. Vielen Dank, Daphne. Und sorry, dass ich es nicht geschafft hatte, meine Kamera auszuschalten. Es ist früh morgens. Aber vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute zu euch zu sprechen. Ich hätte mir das damals in meiner Situation sehr gewünscht, so ein Talent Day zu haben. Das gab es bei uns damals noch nicht. Und ich war ehrlich gesagt nach der Schule total lost. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, weil Schule hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war so schön vielfältig. Ich musste mich um nichts kümmern. Und auf einmal stand dann die Entscheidung an, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich möchte eigentlich heute, bevor ich über die Einzelheiten spreche, eigentlich insgesamt über drei Themen sprechen. Einmal über die Selbstständigkeit per se. Dann das zweite möchte ich einmal darüber sprechen, über Spaß und Freude, an dem man macht. Und das dritte tatsächlich mal kurz über Jimdo sprechen.
Genau. Und das, was ich dann gemacht habe, ist so, ich habe eigentlich das gemacht, was mir, oder ich bin dann rumgegangen, ein paar Leute haben mir, oder ich habe ein paar Leute gefragt und meinten so, ja, Betriebswirtschaft ist schon ganz gut, danach stehen hier immer noch alle Wege offen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das Studium gehasst. Es hat mir echt keinen Spaß gemacht. Es war irgendwie nicht so mein Ding. Und ich habe es aber trotzdem durchgezogen, weil ich nicht wusste, was ich anders eigentlich machen sollte. Aber auf dem Weg dahin habe ich festgestellt, dass Selbstständigkeit, glaube ich, schon was ist, was mich interessieren könnte. Und bei diesen Talent Days sprechen wir normalerweise Unternehmen, deshalb sprechen wir nicht über Selbstständigkeit und deshalb möchte ich das heute unbedingt machen. Der große Vorteil an Selbstständigkeit ist, dass man selber was einfach in die Hand nimmt und entscheiden kann, was man machen möchte und wie man die Sachen eigentlich auch machen könnte. Und das fängt schon eigentlich bei der Auswahl mit den Themen an. Und bei uns ist es so, dass wir, meine beiden Mitgründer hatten damals schon während der Schulzeit eine Webdesign-Agentur gegründet und dann haben sie währenddessen eine Idee gehabt, wie man das eigentlich als Produkt noch besser bauen könnte, dass die Leute ihre Webseite selber aktualisieren können. Und das war 2003. Ja, also das war total radikal neu. Damals musste man irgendwie Webdesigner anrufen, die das für einen machen. Konnte man im Web eigentlich gar nicht selber machen und die hatten die Idee dazu. Und wir fanden das total cool, weil es nämlich vor allen Dingen ganzen kleinen Unternehmen dazu dann ermöglicht hat, im Web eigentlich aktiver zu werden und auch selber ihre Webseite einfach zu pflegen. Und das hat sich dann so durchgezogen bei uns. Wir haben dann einfach Schritt für Schritt das Unternehmen immer weiter aufgebaut, irgendwann ein Jimdo gegründet, weil wir gesehen haben, dass die Software eigentlich so stark ist, dass wir die viel mehr Leuten in die Hand geben könnten, als jetzt nur kleinen Unternehmen in Deutschland. Und haben dann wieder den nächsten Schritt gemacht und sind jetzt dabei, dass unsere Vision heißt Unleash the Power of Microbusinesses and Help Them Thrive. Weil wir festgestellt haben, dass diese ganzen kleinen Unternehmen eigentlich nicht die Technologie haben, die sie eigentlich bräuchten, um wirklich im Web erfolgreich zu werden. Und diese kleinen Unternehmen bedeuten für uns Vielfalt, ja, das sind die Leute, die mit Herzblut dabei sind und die auch mal die extra Meile gehen, wo vielleicht der Gewinn nicht immer im Vordergrund steht, sondern einfach das Miteinander auch. Und es ist total schade, dass die nicht die Technologielösungen haben, die die Großen schon haben. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und hat für mich auch einen ganz starken Purpose, weil es halt darum geht, dass wir diese Vielfalt und dieses Miteinander einfach als Unternehmen tatsächlich mitstärken. Ja, und das ist das Coole an der Selbstständigkeit, dass man wirklich entscheiden kann, was mache ich, und wie mache ich es auch? Ja? Und es gibt keinen, der irgendwelche Entscheidungen für euch trifft, ja? Sondern ihr seid einfach selbst für euch verantwortlich. So wie Daphne das auch macht und schön beschrieben hat, dass sie das eigentlich nebenbei und dann rutscht sie da so rein und macht offensichtlich auch Themen, die wichtig für sie selber sind, finde ich total inspirierend. Auch da brauchen wir auch in dem Bereich ja Aufmerksamkeit machen auf Rassismus, auf sexuelles Fehlverhalten. Ja? Das ist total wichtig. Solche Sachen braucht die Gesellschaft einfach. Und da habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr selbstständig seid, das auch einfach mitzusteuern. Und es steckt total viel in euch als Person. Jeder von euch hat Talente, jeder von euch hat Stärken und jeder von euch hat auch Willenskraft. Und das sind genau die Sachen, die man als Selbstständige oder Selbstständiger tatsächlich auch einfach echt braucht, dass man Verantwortung für sich selber und dann gegebenenfalls, wenn man ein Team hat, auch für das Team einfach übernimmt. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Cooleres, als wenn man dann für seine Arbeit gelobt wird. Wenn mir heutzutage kleine Unternehmen schreiben, boah, Matze, total geil, was ihr da für ein Tool gebaut habt, dadurch konnte ich besser im Internet gefunden werden oder habe ich 5 neue Aufträge bekommen, ja, das ist das, was mein Herz einfach echt doppelt schlägen lässt. Das ist das, was total aufregend ist. Und das ist nicht das Geld, ja, sondern das ist das, was wir mit Jimdo oder was man als Selbstständige oder Selbstständiger an der Stelle bewirkt, tatsächlich auch hinbekommt. Das ist auch das, was ich ständig in den Gesprächen mit den Kunden halt mitbekomme, dass die halt sagen so, ja, ey, wenn mich jemand für meine Arbeit lobt, das ist das Coolste, das ist der Grund, warum ich das wirklich mache. Und ich würde euch das gerne einfach nur mal ans Herz legen, dass ihr auch darüber mal nachdenkt, ob das nicht was für euch sein könnte. Weil wenn man aus der Schule oder aus dem Studium heraus gründet, hat man relativ wenig zu verlieren. Ja? Das, was man einsetzt, ist relativ wenig Geld meistens, kommt auf ein bisschen, was man macht. Und vor allen Dingen die Zeit. Aber ich kann euch garantieren, selbst wenn es nicht wird, lernt ihr unglaublich viel, weil es nämlich eure eigenen Fehler sind und ihr darauf reflektieren werdet. Das heißt, denkt da einfach mal drüber nach, ob das nicht vielleicht auch was für euch sein könnte. Das Zweite, worüber ich noch reden möchte, ist, dass ich schon echt nochmal darauf hinweisen möchte und das sagen euch mit Sicherheit auch alle, ja, sucht euch was euch wirklich Freude bereitet. Das ist ein Job, in dem ihr viel Zeit investiert, ja, und man wird in den Bereichen nur einfach richtig gut,
Wenn es auch Sachen sind, die einem selber wichtig sind und wenn man merkt, dass es einem so aus der Hand flutscht, ja, wenn es einem leicht fällt. Das heißt, in diesem ganzen Prozess, ja, dann denkt man so, ach ja, ich glaube, das könnte mir auch gefallen. Seid da einfach ehrlich zueinander, zu euch, ob es wirklich was ist, was ihr euch auf Dauer Freude machen kann. Ja, die Entscheidung kann man natürlich auch wieder ändern. Man kann dann irgendwann mal wieder in einen anderen Bereich reingehen. Ja, wir haben jetzt gerade von Carsten Broster auch gehört, der mit Journalismus angefangen hat und dann in der Politik. Das ist alles keine Einbahnstraße, aber trotzdem ist so, seid echt ehrlich zu euch, wenn ihr jetzt anfangt, ob das was ist, was euch wirklich Spaß macht. Das dritte ist, überlegt, wie ihr eure Zeit tatsächlich auch einsetzt, bei welchem Unternehmen und was die Unternehmen auch machen. Die Welt hat unglaublich viele Probleme und wir brauchen einfach Menschen, die Verantwortung dafür übernehmen und um sich die Problemlösung einfach kümmern. Ja? Und das ist auch, da seid einfach ein bisschen mindful, wie ihr eure eigene Zeit da einfach wirklich einsetzen wollt und ob ihr das auch für sinnvoll haltet, was das Unternehmen macht. Und das letzte ist natürlich auch noch ein bisschen Jimdo. Wir suchen immer IT-Kräfte und hier auch echt nochmal an alle weiblichen Teilnehmerinnen. Ja, wir brauchen Diversität auch in unseren Entwicklungsteams und da brauchen wir einfach starke Nachwuchskräfte, die sich dem Thema auch annehmen. Wir bilden auch aus. Wir haben jetzt während der Pandemie eine Pause gemacht, weil es ein bisschen schwierig ist mit Remote. Aber wenn euch da was ins Auge springt oder ihr gerne irgendeinen speziellen Weg bei Jimdo auch ins Auge fasst, meldet euch auch gerne initiativ bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach vielen guten Leuten. Vielen Dank. Super cool. Also nutzt die Chance und vielen Dank, Matthias. Du hast mir auch wirklich, also ich fühle das genauso wie du mit der Selbstständigkeit und kann euch das auch nur empfehlen, das zu machen, wenn ihr noch gar nicht so viel Geld verdient habt, dann kann man wirklich nichts verlieren. Das sehe ich genauso. Ich hatte auch irgendwie ein bisschen Schiss, so in die Selbstständigkeit reinzugehen. Ich hatte dann kein BAföG mehr und dachte so, okay, jetzt lebe ich wirklich von meinem eigenen Geld, ne? Und habe auch keine Familie, die mich jetzt einfach so mal eben unterstützen könnte. Aber ich liebe es auch, selbstständig zu sein und zu entscheiden, was ich machen kann. Ich habe auch schon als Angestellte gearbeitet. Ich habe auch eine Ausbildung schon hinter mir in einem ganz anderen Bereich. Aber ich mag es auch und ich finde es cool, dass du nochmal alle dazu ermutigen möchtest, zur Selbstständigkeit zu gehen. Vielen Dank. Ja, und als nächstes bekommen wir jetzt einen Impuls von Daniel Rehn, auf den ich mich auch schon sehr freue. Er sagt immer, wenn nicht schlafen, dann online und danach lebt er auch die ganze Zeit. Seit 11 Jahren hat 11 Jahre schon Agenturerfahrungen und seit 2012 ist er bei Achtung in Hamburg und er berät dort als Senior Social Strategist. Okay, ein bisschen, ist irgendwie für mich so ein bisschen schwierig auszusprechen. Und dort berät er disziplinübergreifend KollegInnen und KundInnen in sämtlichen digitalen Fragen. Sehr interessant. Daniel Rehn, ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja, vielen lieben Dank für die nette Einleitung. Und ich bin einer dieser Menschen, der was vorbereitet hat. Von daher gibt es auch was zum Gucken und nicht nur zu hören. Denn passend zum Thema Talent Day und Medienstandort Hamburg gibt es natürlich hier in Hamburg auch eine sehr, sehr große Agenturlandschaft, die sowohl Unternehmen wie auch Marken, wie aber auch Behörden und Co. dabei unterstützt, ihre Botschaften und ihre Ziele zu erreichen und das so unter die Menschen zu bringen, damit es auch wahrgenommen wird. Von daher, das ist das, was wir als Achtung nämlich weitestgehend machen. Man kennt uns als Agentur, als die mit dem Ausrufezeichen, denn das, was wir uns als KommunikationsexpertInnen an den Hut stecken wollen, ist tatsächlich zu sagen, das, was wir kommunizieren für Kundinnen und Kunden, ist tatsächlich bemerkenswert, dass das durchdringt. Dass wir das tatsächlich aber auch mit mittlerweile 180 Menschen in Deutschland verteilt machen. Die sitzen in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf und manche auch momentan vom Remote Office aus gerne auch mal dann im Urlaub in Italien oder Spanien und machen dann ihren Job. Aber dass wir tatsächlich immer gucken, wie können wir das Ziel erreichen, was für unsere Auftraggebenden tatsächlich wichtig ist, nämlich, dass sie gehört werden. Und das ist etwas, da könnt ihr alle, die jetzt da gerade mal so ein bisschen dann auch an den Bildschirm hängt, kurz drüber nachdenken, was ist eigentlich alles Kommunikation, beziehungsweise, wenn ihr euch umschaut, alles, was ihr so an Botschaften über den Tag hinweg zu sehen und zu hören bekommt,
hat am Ende einen Absender und das ist in der Regel jemand, der euch etwas sagen möchte. Egal, ob es jetzt Fernsehen ist, Internet, Social Media, wenn ihr rausgeht, wenn ihr Plakate seht, wenn ihr das Radio anmacht, wenn ihr Podcasts hört. Das ist im Grunde allesamt Inhalte, die von Menschen produziert sind, die anderen dabei helfen wollen, gehört zu werden. Und das ist das, was wir als Agentur dann am Ende auch tun. Deswegen mischen wir da auch in diesem ganzen Konstrukt, wie wird eigentlich Kommunikation und was mit Medien am Ende produziert, sehr, sehr fleißig mit, haben da natürlich dann auch innerhalb der Agentur selber diverse Berufsbilder, also sprich das, was Daphne gerade schon sagte, das, was wir jetzt auch in den Tagen schon gehört haben, es gibt eine Vielfalt an Jobs, um tatsächlich mit Medien zu arbeiten, in diesen Agenturkontext reinzukommen, in die Kommunikationswelt einzusteigen. Und das ist etwas, was eine Agentur tatsächlich auch liefern kann. Eine Vielfalt, die man an wenigen anderen Stellen bekommt, um in sehr kurzer Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben zu tun zu haben, vielen Menschen zusammenzukommen, Ideen zu entwickeln und das tatsächlich dann nach und nach dann raus in die Welt zu tragen, auf den entsprechenden Kanälen. Also ihr seht so ein bisschen die linke Hälfte, so die Jobs, die es innerhalb einer Agentur so geben kann. Ich bin jetzt als Stratege unter anderem unterwegs, habe aber vorher zum Beispiel Beratung gemacht, habe aber auch davor dann nochmal im Studium erst angefangen, im Journalismus, um mich da dann an das Thema Kommunikation ranzutasten. Wir haben aber auch Leute, die mit einer viel größeren Kreativität rangehen, die in Text, in Bild, in Animation, in Video denken. Wir haben Menschen, die Konzepte schreiben, um tatsächlich dann auch dem Ganzen einen Rahmen geben zu können. Wir haben aber auch Menschen, die das Projektmanagement übernehmen, damit das alles auch tatsächlich innerhalb der gesetzten Timings funktioniert. Und in welchen Bereichen wir das machen, ist tatsächlich in den Arten, wie Kommunikation da draußen wahrgenommen werden kann, als Werbung, als Marketing, über Social Media. Wir machen Events für unsere Kundinnen und Kunden, dass das alles mit dabei ist. Und das, was ich gerade schon meinte, nämlich das, was wir als Agentur machen, ist das, was ihr da draußen seht, das findet sich in den Arbeiten unserer Kundinnen und Kunden dann auch wieder. Ne? Wir machen sehr viel im Bereich Internet, wenn es um Websites geht. Wir machen Social Media, betreuen dann von Instagram über TikTok zu Snapchat, zu Facebook, zu Twitter, zu YouTube, im Grunde zu allen Plattformen, die es da draußen gibt, teils für unsere Kunden dann die Kanäle und produzieren deren Inhalte, sind im Bereich Podcast unterwegs, arbeiten auch sehr stark im Influencer-Bereich, um dann eben halt die Leute mit einer Glaubwürdigkeit oder auch mit einer Reichweite für unsere Kundinnen und Kunden einzubinden, die dann auch deren Botschaften weitertragen können. Oder sind dann auch im Bereich Video und TV unterwegs, dass wir tatsächlich dann auch für Kunden wie mobile.de oder auch eBay TV-Spots produzieren, die ihr dann auch irgendwann abends in den Werbeblöcken nochmal zu sehen bekommt oder eben auch zum Teil als die Pre-Roll-Ads, die ihr bei YouTube dann seht. Ich weiß, die nerven manchmal ein bisschen, aber jemand verdient damit sein Geld und das sind dann die zum Teil dann eben halt auch. Aber es ist nicht nur dann der Bereich, den wir jetzt dann auch zum Teil bedienen, es sind dann auch klassische Kommunikationswege und Medien, die man da draußen zu sehen bekommt, wie eben halt das, was ihr wahrscheinlich eher in der Mediennutzung eurer Eltern dann auch so seht, alles, was in Richtung Audio und Radio geht, alles, was Plakate dann auch zum Teil darstellt, klassisch, dass wir aber auch Presse- und Medienarbeit machen, um unsere Kundinnen und Kunden eben halt in die Berichterstattung zu bringen, ob das dann mit klassischer Pressearbeit ist, mit Studien, die wir aufsetzen, mit Umfragen oder eben halt auch dann mit speziellen Arbeiten und Berichten. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was wir am Ende eigentlich machen. Wichtig für uns ist tatsächlich in der Vielfalt, wie draußen momentan kommuniziert werden kann, immer am Zahn der Zeit zu sein, immer auch zu wissen, was gerade die aktuellen Entwicklungen sind und das dann entsprechend in der Beratungsleistung für unsere Marken und Unternehmen, die wir betreuen, damit reinzubringen. Von daher, das ist eine riesengroße Vielfalt an den Dingen, die man in der Agentur tun kann. Das, was mir tatsächlich auch am meisten Spaß macht, ich bin jetzt nicht grundlos fast schon 10 Jahre in derselben Agentur, weil das eigentlich eher außergewöhnlich ist, dass man so lange im selben Ort bleibt, weil man eher so alle 3 Jahre weiter wechselt, um zu gucken, was man Neues lernen kann. Ich hatte jetzt zum Beispiel hier das große Glück, ich konnte innerhalb der Agentur eine Karriere einschlagen, die nicht einfach nur linear immer auf das nächste höhere Level gegangen ist. Ich konnte mich halt in die Breite entwickeln und immer neue Themenfelder für mich entwickeln. Von daher habe ich das große Glück, dass ich jetzt eigentlich mittlerweile den 3. Job in derselben Agentur machen kann, eben weil ich meine Tätigkeitsfelder und meine Interessensgebiete immer weiter ausdehnen durfte, um das dann eben halt in Beratungsleistungen wieder zu übersetzen. Und wenn man tatsächlich auch Spaß daran hat, sich jedes Mal in neue Dinge auch einzuarbeiten, nicht für ein paar Jahre immer dieselbe Sachen zu machen, dann ist ein Agenturjob ein ganz, ganz großartiger Einstieg in die Medien- und Kommunikationsarbeit, um eben einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was da draußen eigentlich alles los ist. Und das hat natürlich dann auch seinen Reiz, denn
wenn man dann einige dieser namhaften Kunden dann sieht, und das ist auch nur ein kleiner Auszug, dann hat man auch so eine Idee davon, wie viel Spaß es machen kann für die großen Marken, sich dann auch mal Sachen auszudenken, die dann eben halt in der Kampagne münden, wo du dann am Ende sagst, das sehen dann am Ende des Tages dann auch 1.000, vielleicht auch über 100.000 Menschen innerhalb von wenigen Minuten oder sind dann eben halt dann zum Beispiel wie bei einem physischen Ort, wie es jetzt zum Beispiel eine L'Osteria ist, dass die dann eben halt auch unsere Arbeit sehen, wenn es darum geht, für die großen, die kleinen Dinge, wie sieht der Laden am Ende aus, wo sind die Plakathinweise für die neuen Sonderangebote, für die beste Pizza oder das beste Süßspeisengericht am Ende, dass das auch Sachen sind, die wir mitentwickeln. Das ist große Kommunikationsarbeit, wie eben halt ein TV-Spot, kann aber auch was ganz Kleines sein, wie am Ende auch ein Flyer, der dann mit reinläuft. Und das macht es halt dann auch so spannend, das, was ich meine, mit dieser Vielfalt an Kunden, mit dieser Vielfalt an Aufgaben, die sich da findet, dass man da eigentlich nie in so einen Modus von Langeweile kommt. Von daher ist es eigentlich so unfassbar spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und das, was Daphne auch schon gerade sagte, man rutscht irgendwie so ein bisschen dann in so einen Kommunikationsmodus dann auch rein oder so einen Job. Das passiert in der Agentur dann eigentlich auch sehr schnell, dass man sehr oft auch Dinge entdeckt, die man vielleicht gar nicht anfangs auf dem Schirm hatte. Und das Schöne ist tatsächlich, es gibt mittlerweile eigentlich zwei sehr klare Wege, wie man in so einen Agenturjob kommen kann. Oder auch, das will ich nicht verheimlichen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in Unternehmenskommunikation zu gehen, sprich bei einer Marke direkt dann auch in einen Kommunikationsjob zu gehen. Das, was ihr jetzt sehr wahrscheinlich am ehesten habt, wenn ihr noch Schülerinnen und Schüler seid, ihr seid momentan in dieser Findungsphase. Wenn ihr nicht genau wisst, ob es etwas ist, was ihr machen möchtet, dann kann ich es empfehlen, Praktika, um einfach mal reinzuschnuppern, sind immer eine gute Option, genauso wie der Talent Day heute dann auch. Ein paar von euch werden später dann auch tatsächlich bei uns im Hamburger Büro dann auch mal mit reinschauen. Und wenn ihr dann tatsächlich diesen Schritt weiter seid nach der Schule, habt ihr die Möglichkeit, über einen Studiengang zum Beispiel dann auch euer Wissen zu vertiefen. Es gibt eine sehr, sehr große Bandbreite an Kommunikationsstudiengängen in Deutschland, aber es kann auch ein Studiengang wie Wirtschaftspsychologie zum Beispiel sein, aus dem man dann heraus viel darüber lernt, wie Menschen überhaupt ticken, um sie dann tatsächlich passend ansprechen zu können. Aber es gibt auch innerhalb der meisten Agenturen die Möglichkeit, eine Ausbildung dann direkt zum Kommunikationskaufmann oder der Kommunikationskauffrau dann angehen zu können. Und wenn man sich dann in diesem Weg wiederfindet, kann man auch eigentlich sehr zielstrebig in eine Agentur dann kommen. Und von dort aus ist es eigentlich nur ein kleiner Schritt noch, um eine Vielfältigkeit an Arbeitsmöglichkeiten, an Kreativität und auch interessanten Menschen am Ende vorzufinden. Von daher, das ist das, was eigentlich Agentur am Ende ausmacht. Es gibt nicht den einen geradlinigen Weg, es gibt aber viele Möglichkeiten, wo man rauskommen kann, um tatsächlich am Ende das zu finden, was man wirklich machen möchte. Und wie gesagt, wenn man Grundinteresse daran hat, mit Menschen zu tun zu haben, zu kommunizieren oder auch die Ideen anderer kreativ umzusetzen, dann ist man in der Agentur sehr, sehr gut aufgehoben an der Stelle. Von daher, wer neugierig sein sollte, kann sich gerne mal mit uns auseinandersetzen. Achtung.de ist die Website und wer noch mehr Blut geleckt haben sollte, kann tatsächlich dann auch direkt schon seine Initiativbewerbung an uns schicken und gerne mal schauen, wie es denn aussehen könnte, um in so eine Agenturwelt reinzukommen, die Nase mal in den Wind zu halten. Von daher, danke an der Stelle und wir freuen uns auf euch und daher lasst gern von euch hören. Ich sag mal vielen Dank für alle und auch, dass du jetzt diese Gelegenheit geboten hast, dass man sich einfach mal melden kann. Es ist eine Frage reingekommen. Wie viel verdient man bei euch? Ist eine sehr beliebte Frage. Hängt natürlich davon ab, als was man arbeitet. Also die Einstiegsgehälter, wenn man als Volontärin oder Volontär reinkommt in der Ausbildung, liegt bei uns im Schnitt so zwischen 1.700 bis 2.000 Euro als Einstiegsgehalt. Und das staffelt sich dann halt mit mehr Erfahrung, mit mehr Verantwortung und mit den nächsten Karriereschritten immer weiter nach oben. Da kann man schon auf 50.000 bis 70.000 Euro in einem späteren Karrierelevel durchaus kommen im Jahr. Ich will nicht verheimlichen, dass ein Agenturjob auch durchaus mal Stress bedeutet und dass es dann auch so diesen klassischen Agentur-Lifestyle gibt, wo man sich dann durchaus mal die eine oder andere Nacht um die Ohren hauen kann, wenn eine wichtige Kundenaufgabe halt fertig werden muss, gerade auch bei dem Pitch dann noch ansteht. Das ist quasi immer die Ausnahmesituation in so einer Agentur. Aber langfristig kann man in einem Agentursegment, wie gesagt, gutes Geld durchaus verdienen. Aber das, was man Erfahrungswerten sammeln kann, ist tatsächlich dann nicht zu unterschlagen und macht ganz viel aus. Und tatsächlich, was der fast schon gängige Agenturweg ist, die ersten Jahre in einer Agentur zu sein, dann auf Unternehmensseite zu wechseln. Denn
keine große Überraschung, Unternehmen haben in der Regel gerade die Großen durchaus noch mehr Geld für ihre Kommunikationsmaßnahmen und bezahlen dann auch entsprechend sehr ordentlich. Sprich, schaut euch gerne mal Agenturen vielleicht auch als Startpunkt einer Karriere in dem Bereich an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wie es für euch weitergehen darf. Okay. Ja, ich denke, man muss einfach mal rein in die Branche und dann findet man sich schon zurecht auch mit den Gehältern und so. Also ich weiß, ich hatte am Anfang auch gar keinen Plan, aber man lernt ganz schnell, wie viel man wo verdienen kann irgendwie, ne? Ja. Da kam noch eine Frage rein, ob ihr mit bekannten Influencern zusammenarbeitet und wenn ja, wer? Machen wir tatsächlich mittlerweile in einer sehr regelmäßigen Art, gerade für Kunden wie O2 arbeiten wir sehr stark, unter anderem mit Niklas und David, die beiden, die ihr mal weitestgehend aus dem Comedy-Bereich kennt, die haben wir jetzt dann sehr regelmäßig für Kampagnen eingebunden auf eine laufende Kommunikation. Wir haben jetzt aber auch zum Beispiel mit einer Vanessa Mai, der Sängerin und Künstlerin, auch gearbeitet. Also wir haben eine relative Bandbreite mit dabei. Aber er zieht sich mittlerweile eben halt auch durch YouTuber, Instagrammer, TikToker, die jetzt da auch ganz stark mittlerweile bei vielen auf dem Zettel sind. Heißt, wir haben da schon einen relativen Strauß an Leuten, aber ich darf nicht über alle immer reden an der Stelle. Sorry. Ja, aber vielen Dank schon mal, dass du die Frage beantwortet hast. Und vielen Dank für deinen Impuls. Ich hoffe, es werden sich einige melden. Und dann machen wir jetzt einmal weiter. Ja, ich, ja, gerne. Obwohl, bevor wir weitermachen, würde ich auch gerne an der Stelle noch mal ein bisschen was über meinen Werdegang erzählen, weil Dani hat es gerade schon gesagt, wie vielfältig diese Wege sein können und dass es nicht immer diesen einen geradlinigen Weg gibt. Ich habe während der Schulzeit immer schon so ehrenamtliche Arbeit gemacht und so. Ich weiß auch nicht, warum. und dann habe ich aber auch angefangen, Tanzen zu unterrichten. Also ich habe vorher auch selber getanzt und dann habe ich irgendwann in der Tanzschule den Tanzunterricht übernommen. Stand viel auf Bühnen als Sängerin und so. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt und mir geholfen, irgendwie jetzt auch als Moderatorin gut vor der Kamera zu performen. Ich habe meinen Abitur absolviert und danach hatte ich keinen Plan, was ich machen soll. Ich hatte dann die Möglichkeit, auf so einer Internetseite mal zu schauen, was man so an FSJ-Sachen machen kann und ich war immer schon am kulturellen Bereich interessiert, wie man auch an meinen Hobbys sehen kann. Und dann bin ich da durch Zufall auf das FSJ Kultur gestoßen. Ihr habt auch später, werde ich euch nochmal eine Seite vom Talent Day zeigen, wo ihr auch nochmal nach möglichen Berufen schauen könnt. Und ich sage es euch, nehmt das an. Vor allen Dingen, wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr machen wollt oder wenn ihr euren Berufswunsch irgendwie noch festigen wollt und wissen wollt, was gehört denn alles noch dazu. So habe ich dann mein FSJ Kultur gefunden. Und durch das FSJ Kultur habe ich dann herausgefunden, was ich studieren könnte, was mir vielleicht gefallen würde, europäische Ethnologie. Ich hatte den Studienplatz damals aber gar nicht bekommen und war dann auch völlig lost und total deprimiert. Ich hatte schon immer nebenbei im Einzelhandel gearbeitet und stand in einem Laden und die waren so, ja, mach doch eine Ausbildung, Waffner. Brauchst auch nur 2 Jahre, weil du hast ja dein Abitur. Ich so, okay, 2 Jahre gehen ja schnell rum. Erstes Ausbildungsjahr war echt cool in dem Unternehmen, was ich mir auch zu Anfang ausgesucht hatte. Ich musste später leider wechseln, weil das Unternehmen geschlossen hatte. Ich sag's euch, das war keine coole Ausbildung. Es war dann irgendwann richtig schlimm. Aber auch das hat mich geprägt. So. Also ich weiß jetzt genau, was ich nicht will. Und es hat mich irgendwie auch stärker gemacht. Deshalb, ich bereue es nicht, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Und ich habe sie ja auch durchgezogen. Und danach habe ich dann letzten Endes endlich europäische Ethnologie studiert und musste das halt auch noch mit einem Zweitfach kombinieren, Pädagogik, was ich halt auch noch studiere. Und ja, bis dahin habe ich einfach noch gar nichts mit Medien gemacht. Ich habe dann irgendwann mit ein paar Mädels das Kollektiv Afro Deutscher Frauen gegründet, politische Bildungsarbeit gemacht. Ich habe weiterhin Tanzen unterrichtet, stand als Sängerin auf der Bühne und solche Sachen. Und dann saß ich eines Tages auf einer Party und habe meinen Schulfreund wiedergefunden, der halt im Medienbereich arbeitet, hinter der Kamera. Und der hatte mir von so einem Beitrag erzählt, so zu dem Thema, darf ich deine Haare anfassen? Und ich habe gefragt, ja. Und habt ihr dann Leute, die auch die Perspektiven von den Leuten vertreten, von schwarzen Menschen? Und meinte, ja, lass uns morgen mal telefonieren.
Und dann hat er mich am nächsten Tag gefragt, ob ich nicht irgendwie die Reporterin dafür sein möchte für den Beitrag. Und ich war so, wisst, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, habe ich noch nie gemacht, habe ich aber Bock drauf. Ich mache es einfach mal. Wenn es schief läuft, dann lassen wir es einfach. Aber es ist gut gelaufen. Und der Chef von Telemichel, Michel Abdoulaye, der auch immer den Talent, der hier moderiert hat in den letzten Jahren im Cinemax, ja, der mochte mich dann auch ganz gerne. Und so ist auch dann irgendwann das vierte deutsche Fernsehen entstanden mit diesem Beitrag, weil es gut gelaufen ist und Michel dann gerne auch seinen eigenen Sender, der nicht, der unabhängig ist, also kein öffentlich-rechtlicher Sender ist, gründen. Und dann war ich auch Teil dessen und bin immer noch da, wodurch ich jetzt auch andere Moderationsjobs bekomme und Anfragen. Und ja, so viel zu meinem Werdegang. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Für mich ist das gerade beim vierten eine Möglichkeit, dazu zu lernen. Ich kann in alle möglichen Bereiche reinschauen und darüber werde ich vielleicht später auch noch ein bisschen sprechen, denn das vierte deutsche Fernsehen ja, gibt mir auf jeden Fall ganz viel und ich lerne hier sehr viel und ich kann euch das vierte deutsche Fernsehen auch ans Herz legen, aber dazu dann später. Erstmal soll es jetzt einen Impuls von Anne-Kathrin Müller geben. Sie ist Industry Managerin bei Google und unterstützt dort deutsche Automobilhersteller, ihre Brand und anderes weiter auszubauen und neue AutokäuferInnen zu gewinnen. Und ja, Anne-Kathrin, du wolltest schon immer was mit Werbung machen und hast dann nach dem Abitur gedacht, ich bewerbe mich mal für ein duales Studium bei der DHBW Ravensburg mit dem Schwerpunkt Werbung. Und das ist in Kooperation mit der Mediengruppe RTL Deutschland gewesen, ne? Und da hast du dann auch noch in verschiedenen Bereichen später nach deinem Studium gearbeitet und seit 2017 bist du dann zu Google gegangen. Finde ich sehr interessant. Ich bin gespannt, was du erzählen hast. In deiner Freizeit machst du ganz andere Dinge. Du reitest und spielst Polo. Ich glaube, so nennt man das, ne? Mit dem Schläger und dem Ball auf dem Pferd. Spannend. Ich kenne tatsächlich bisher keine Person, die das macht. Und verbringst auch viel Zeit mit deinem Rescue Dog Lotte. Ich bin gespannt, was du heute so zu erzählen hast von Google und von deiner Arbeit. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, Daphne, für das super nette Intro. Genau, Polo und Rescue Dogs sind so die Hobbys. Und vielen Dank, dass du schon mal ein paar Einblicke in meinen Werdegang gegeben hast, weil genau das möchte ich jetzt auch einmal mit euch machen. Ich werde mich aber versuchen, kurz zu fassen, damit wir auch bei mir noch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und dass ihr die Gelegenheit habt. Ich bin Anne-Kathrin Müller. Daphne hat gesagt, ihr könnt mich auch gerne Anne nennen, sonst denke ich irgendwie immer, ich habe irgendwas ausgefressen, deswegen ist Anne völlig fein. Ich bin 31 Jahre alt und eben sogenannte Industry Managerin und arbeite bei Google hier in Hamburg. Und was genau das ist, dieses Industry Manager, das werde ich euch nachher noch einmal ganz kurz erklären, weil das ist nicht selbsterklärend. Aber ihr fragt euch vielleicht ganz zu Beginn, ja, wusste Anne dann schon immer, dass sie unbedingt mal bei Google arbeiten möchte? Und die kurze, aber klare Antwort darauf ist, auf gar keinen Fall. Ich kann so 100% nachvollziehen, wenn ihr aktuell nur vage Gedanken beziehungsweise vielleicht auch noch null Plan habt, was ihr beruflich wirklich mal machen wollt. Und daher freue ich mich eben, euch da ein bisschen was erzählen zu können und vielleicht auch den ein oder anderen Rat für euch zu haben. Also Dinge, die Anne von damals gerne schon gewusst hätte. Aber vielleicht mal so ein bisschen auf den Anfang und ein paar Jahre zurück. Ich bin in Berlin aufgewachsen, bis ich 16 war. Denn mit 16 hat meine Mutter den tollen Entschluss gefasst, dass sie unbedingt umziehen möchte. Und zwar hierhin. Ich bin im schönen Lingelbach gelandet. Ja, genau, mehr Kühe als Einwohner. Ihr habt das richtig erkannt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das in eurem Alter ein ganz schöner Schock für mich war. Und warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, das ist ein guter Starting Point, um zu sehen, was meine Prio Nummer 1 war nach dem Schulabschluss, nämlich ausziehen. Ich wollte unbedingt woanders leben und was anderes sehen von Deutschland. Und ausziehen klingt ja erstmal irgendwie ganz einfach, ne? Man braucht ein WG-Zimmer, aber das muss irgendwie ja finanziert werden. Und von meinen Eltern
Leider nein, BAföG war irgendwie auch schwierig, habe ich nicht wirklich bekommen. Von mir selbst, leider nein, leider gar nicht, hat auch nicht geklappt. Also ich musste irgendwie Geld verdienen, ganz simpel. Und damals kamen gerade immer mehr diese dualen Studiengänge auf. Also okay, also Ausbildung und Studium zusammen und währenddessen Geld verdienen. Ich dachte, ja, läuft bei mir, das ist genau, was ich brauche. Also studieren, das war, das stand auf jeden Fall fest an der Stelle. Aber was war so ein bisschen noch die Frage? Weil ich liebe Tiere, okay, kann aber überhaupt gar kein Blut sehen. Gar nicht. Alles mit Kosmetik fand ich damals super, super cool. Aber Studiengänge in dem Bereich auch eher schwierig. Schauspielerin hatte ich richtig Bock drauf. Aber sicheres Gehalt, auch schwierig. Polizistin. Tja, ich wäre beinahe Polizistin geworden, wenn ich mich nicht im letzten Schritt doch irgendwie gegen Nachtdienst und Arbeiten am Wochenende entschieden hätte. Aber was dann machen? Und irgendwie, Daphne hat es auch schon gesagt, schon immer war ich total fasziniert von diesen Werbeanzeigen im TV und generell dieses Kreative und Werbung. Und damals gab es bei GZSZ, ja, ich schaue gelegentlich GZSZ, eine Werbeagentur. Und die Leute, da waren immer alle super busy, aber auch hip, gut angezogen, haben Kaffee zusammen getrunken und irgendwie den ganzen Tag zusammen im Brainstormings abgehangen. Und dann dachte ich mir, okay, für mich ist das Thema Werbung was. Und dann sollte es auf jeden Fall für mich Werbung sein. Aber okay, super. Was genau mache ich denn jetzt nach dem Abitur? Und dann habe ich irgendwie versucht, alle Sachen zusammenzubringen. Also eine Kombination aus, ich wollte ein bisschen weiter weg, aber in Deutschland. Ich wollte gern studieren, aber eben Geld verdienen gleichzeitig. Und es sollte halt, wie gesagt, was mit Werbung machen. Also eigentlich genau das, was Daniel uns erzählt hat, vielleicht hätten wir zusammenarbeiten sollen. Das war immer das, was mein Herz geschlagen hat. Und genau, und ich habe mich dann für einen dualen Studiengang am Bodensee entschieden. Und weil duale Studien ja immer nur in Kooperation mit einer Firma funktionieren, habe ich angefangen, Bewerbungen zu schreiben und mich bei allen Werbeagenturen, die man so kennt und die es so gibt, beworben und noch bei einem TV-Sender, der auch auf diesem Partnerunternehmensliste stand. Tja, und was soll ich sagen? Obwohl ich mir wirklich tagelang Photoshop-Kenntnisse über YouTube angeeignet habe und wirklich meiner Meinung nach die schönste Bewerbung aller Zeiten irgendwie designt habe, es hagelte nur Absagen, eine nach der anderen den ganzen Sommer lang. Und bis dann, ja, und dann dachte ich auch noch so, ja, okay, woran mag es liegen? Und vielleicht an diesem Bewerbungsfoto, das habe ich gestern nochmal ausgekramt und rückblickend, vielleicht lag es daran, es war nicht so richtig der Hit. Aber nachher hatte ich Glück und RTL rief bei mir an, dieser eine TV-Sender, bei dem ich mich eben beworben hatte, und hat gesagt, komm doch mal vorbei auf ein Bewerbungsgespräch. Und dann dachte ich ja, okay, beim Fernsehen, die leben ja immerhin von Werbung, das kann ja so schlecht nicht sein. Und das hat dann tatsächlich auch so gut gepasst vor Ort, dass ich nicht nur mein Studium dort gemacht habe, sondern insgesamt ganze 7 Jahre dort war. Und nach dem Studium, nach dem dualen Studium, das habe ich abgeschlossen, übrigens Augen auf bei der dualen Studienwahl, das ist auch anstrengend, keine Semesterferien und ihr arbeitet viel und ihr studiert viel, aber das nur als Side Note. Aber nach dem Studium habe ich mich dann entschieden, erstmal ein bisschen Marketingluft zu schnuppern und bin ins Produktmarketing gegangen. Aber wie gesagt, da war ja immer noch dieser innere Wunsch, jetzt mal in dieser Kreativagentur zu arbeiten. Und dann bin ich zur Inhouse-Kreativagentur von RTL gewechselt und habe da eben mitgeholfen, Briefings zu erstellen, Konzepte zu entwickeln. Und das fand ich auch super toll, war aber auch, Daniel hat es gesagt, auch so ein bisschen stressig tatsächlich. Und was mir am Job nachher am meisten Spaß gemacht hat, das war der Kontakt zum Kunden und das Präsentieren beim Kunden und dieser Kundenkontakt. Also habe ich gedacht, okay, suche ich mir doch einen Job, wo ich das den ganzen Tag mache. Und das war bei RTL damals der Außendienst, der sogenannte. Und all das und die verschiedenen Stufen und Jobs bei RTL, das hat mir immer viel Spaß gemacht. Aber irgendwie malten die Mühlen doch recht langsam in dem Unternehmen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich eine Idee habe und damit komme, dann wird sich die angehört, aber es dauert dann doch recht lange, bis die vielleicht mal umgesetzt wird. Und alles war so ein bisschen, ja, streng und recht alt eingesessen, sagen wir es mal so. Also ich wollte irgendwas Schnelles, ich wollte was Digitales, ich wollte was Junges.
Google. Und dann war damals irgendwie, Google war bei uns wirklich unter Kollegen so ein kleines bisschen auch ein Running Gag, um ehrlich zu sein, so nach dem Motto, ja, also wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch zu Google. Ne? Und Google stand damals so ein bisschen als Synonym für mich persönlich für etwas, das so ein bisschen unerreichbar ist, weil man wusste irgendwie coole Arbeitsverhältnisse, ein gutes Gehalt. Aber es war halt auch berühmt-berüchtigt, dass es super, super schwer war, da irgendwie reinzukommen in diesen, ja, in diesen Google-Kosmos sozusagen. Bis eines Tages so viele Dinge bei mir zusammenkamen, dass ich wirklich dachte, okay, ich brauche was Neues. Versuch's doch einfach mal. Mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Das habe ich gemacht, ich habe mich beworben. Ja, und dann kam ein Anruf von einer Nummer, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, aus Irland. Google in Dublin. Und die Stimme am Telefon bot mir ein Bewerbungsgespräch an. Und ich wollte ja immer irgendwie auch nochmal ins Ausland, mein Englisch verbessern etc. Und so habe ich alles verkauft, was ich bis dahin besaß. Ich habe vorher auch in Hamburg gelebt und bin nach Dublin gezogen. Für 3 Jahre. Und in Dublin sitzt ja unser Headquarter für Europa von Google. Also da kommen wirklich alle Teams aus allen Ländern zusammen in Europa. Und es war eine unfassbar tolle Zeit. Alles junge Menschen, wirklich aus der ganzen Welt, total international. Viel Spaß an der Arbeit, aber auch natürlich jenseits der Arbeit. Aber einfach eine unheimlich tolle Community. Und natürlich habe ich unfassbar viel gelernt. Aber nach einiger Zeit als Account Manager dort habe ich ja so Kunden betreut wie Zalando beispielsweise, die online ihre Produkte verkauft haben. Aber da war ja immer noch dieses, ich liebe Werbung und was Kreatives und die großen Spots. Und wo findet man das im Automotive-Bereich? Und also bin ich noch in Dublin in das Automotive-Team gewechselt sozusagen. Und da habe ich mich dann nach 3 Jahren Dublin entschieden, dass ich gerne wieder nach Deutschland möchte und habe gesagt, okay, welche Jobs gibt es dann? Und dann ist in meinem gleichen Team sozusagen bei Automotive eine Stelle frei geworden als Industry Managerin und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und jetzt betreue ich beispielsweise Kunden wie Mercedes-Benz dabei, digital neue Autokäufer zu erreichen. Und weil das vielleicht so ein bisschen kryptisch klingt und man sich darunter nicht viel vorstellen kann, mit was ich mich täglich beschäftige, habe ich hier mal einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Also da ist zum einen die Google-Suche natürlich. Da gucken wir uns wirklich Suchanfragen an. Also nicht im Detail, jeder einzelne, aber wir gucken nach, was suchen denn die Menschen? Was für was interessieren sie sich? Können wir irgendwelche Trends daraus lesen? Nach welchen Modellen wird gesucht? Nach welchen Marken etc. etc.? Was beschäftigt die Menschen? Welche Fragen haben sie? Und das stellen wir eben unserem zum Beispiel Mercedes-Benz in dem Fall zur Verfügung, damit sie eben damit arbeiten können. Oder auch YouTube. Also wie könnte ich meinen Channel verbessern? Ich möchte gerne noch mehr User erreichen, noch mehr Zuschauer. Kann ich meine Videos in irgendeiner Form verbessern? Da unterstützen wir den Kunden auch. Oder natürlich, klar, wie hat meine Kampagne funktioniert? Also das Geld, was ich ins Marketing gesteckt habe, wie viele Autos habe ich dafür nachher verkauft? Auch solche Themen beschäftigen uns. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe meinen Job bei Google. Es ist ein ganz toller Arbeitgeber, der nicht nur Spaß macht, sondern uns vor allem auch dabei hilft, uns täglich weiterzuentwickeln und uns dabei unterstützt, immer wieder neue Herausforderungen zu finden. Und damit ihr auch einen Job findet, der euch genauso begeistert wie mich meiner, habe ich nochmal ein paar Tipps für euch zusammengestellt, was ich euch eventuell raten kann. Erstmal das Thema, das haben wir bei Matze vorhin auch schon gehört, keine Panik. Es ist ganz normal, wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr immer machen wollt. Mir ging es nicht anders. Und es wird während eurer Karriere oder eurer beruflichen Laufbahn auch immer mal wieder so sein, dass ihr nicht genau wisst, was euer Next Step ist oder wo ihr eigentlich hin wollt. Also so dieses, wo möchtest du in 5 Jahren sein? So eine sehr bekannte Oldschool-Bewerbungsfrage. Wenn man mich das heute fragt, ich weiß es nicht. Und ich wusste es damals nicht, deswegen... Ja, seid gelassen und seid mutig. Das ist, glaube ich, mein großer Appell. Habt den Mut, etwas euch zu trauen, etwas zu versuchen. Wenn ich nicht Dublin versucht hätte und alles verkauft hätte oder wenn ich mich nicht beworben hätte auf die verschiedenen Jobs, wenn ich da nicht den Mut gehabt hätte, da reinzuspringen und das zu versuchen, dann hätte ich auch diese Chancen natürlich nie bekommen. Und wenn es eben mal nicht klappt, so wie bei mir, und ihr bekommt nur Absagen, 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 auch kein Problem. Hinfallen, okay, ihr habt was nicht bekommen oder ihr seid nicht ausgewählt worden, einfach weitermachen. Eure Chance wird auf jeden Fall kommen.
und einfach Step-by-Step, was ich eben gesagt habe, Chancen und Wege ergeben sich auch. Also wirklich dieses Alte, wo eine Tür aufgeht, da schließen sich welche, da gehen aber auch 10 neue auf. Und Interessen und Fähigkeiten entwickeln sich auch. Das heißt, während eurer Laufbahn, so wie bei mir, ich habe bei RTL gemerkt, was mir Spaß macht, bin da in dem Bereich, von da in einen anderen, mit sich zu Google und von da immer weiter. Das heißt, mein Appell ist, ihr müsst heute noch nicht ganz 100% wissen, wo ihr für immer mal arbeiten möchtet, weil das werdet ihr selber in eurer Laufbahn auch herausfinden. Deswegen, wenn ihr euch ein paar Fragen stellen wollt, dann auch, das haben wir heute schon gehört, was begeistert euch? Was reißt euch wirklich mit? Was macht euch Spaß? Was interessiert euch überhaupt nicht? Was sind so No-Gos im Job, zum Beispiel Arbeitszeiten oder wo dieser Job ist, möchtet ihr remote arbeiten oder aus einem Büro, eher allein verantwortlich oder mit vielen Kollegen und dieses ganze Arbeitsumfeld, was ist euch da wichtig? Also was begeistert euch nicht, was ist euch wichtig, was ist euch nicht wichtig? Das sind solche Sachen, wenn ihr die für euch einmal reflektiert und wisst, was euch da, worauf es ankommt, dann werdet ihr sicherlich auch etwas finden, was euch begeistert. Und genau, an der Stelle erstmal ganz lieben Dank. Sehr gerne noch Fragen, wenn wir Zeit haben. Und für einige von euch, wir sehen uns später bei Google nochmal wieder zum digitalen Besuch. Vielen Dank, Anne. Das war richtig spannend. Und ich habe gemerkt, dass die anderen das auch sehr spannend fanden. Es sind einige Fragen reingekommen. Aber wir haben leider keine Zeit mehr, jetzt diese Fragen zu beantworten. Es wird aber die Möglichkeit geben, die Antworten auf den Social-Media-Kanälen vom Talent Day zu finden. Im Nachhinein. Also Leute, macht euch keine Sorgen. Stellt gerne eure Fragen und die werden dann noch beantwortet. Vielen Dank für deinen Einblick und dann wünsche ich später noch viel Spaß, wenn die Studierenden alle digital in das Unternehmen reinschauen. Perfekt, vielen Dank. Und als nächstes kommt Vagisen Bharataraya hier in den Chat rein. Er ist ausgebildeter Mediengestalter für Bild und Ton und arbeitete nach seiner Ausbildung 3,5 Jahre als Mediengestalter für die ARD Aktuell und die Tagesschau. Und seit einem Jahr ist er stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter beim Norddeutschen Rundfunk. Und wie ich mitbekommen habe, brennt er schon sein Leben lang oder seit der ersten Klasse für den NDR. Und privat widmet er sich der Zauberei. Ich würde jetzt gerne mal, wir beide führen ja ein Interview, du wirst keinen Vortrag halten. Ich würde jetzt einfach direkt gerne mal wissen, warum brennst du so für den NDR? Wie ist da so deine, wie ist das gekommen? Vielen Dank erstmal für die Einleitung. Das stimmt auch alles, was du gerade gesagt hast. Ich brenne schon seit der ersten Klasse für den NDR. Das kam eher spontan und zufällig. Ich wusste gar nicht, dass man da arbeiten kann. Für mich war das immer etwas, was ich konsumiert habe im Fernsehen und wusste für mich nicht, dass man da arbeiten kann. Irgendwann kam Vater in die Schule in der ersten Klasse mit einer Jacke, wo NDR drauf stand. Und ich dachte dann so, wow, woher hast du die? Und er meinte dann so, ja, da arbeite ich. Und dann dachte ich, okay, das ist ja Wahnsinn, da kann man arbeiten. Und seitdem habe ich mich damit dann beschäftigt, habe mir immer sehr viele Making-ofs angeguckt. Und genau, dann habe ich später irgendwann die Ausbildung zum Mediengestalter, zum Bild und Ton gemacht. Das war auch sehr aufwendig, überhaupt diese Stelle zu kriegen. Zwischendurch dachte ich, wird das noch was oder suche ich mir doch was anderes. Aber am Ende habe ich dann eine Ausbildung gemacht in einer Produktionsfirma und konnte dann im Anschluss bei der Tagesschau arbeiten, für die Tagesschau arbeiten und bin heute jetzt Gleichstellungsbeauftragter dort. Super interessant, dazu habe ich gleich auch noch ein paar Fragen. Du nimmst nicht zum ersten Mal beim Talent Day teil, ne? Du warst schon als Schüler auch sehr oft hier am Start. Hast du irgendwelche Anekdoten, irgendwas zu berichten? Wie war der Talent Day immer für dich? Ich habe mal ein bisschen rumgekramt und hier ist noch die Teilnehmerbestätigung von 2012. Da waren wir auch alle im Cinemax. Einen großen Saal und haben uns da die Vorträge angehört, das, was wir heute hier haben. Und das war schon sehr, sehr cool, so die Leute zu sehen, die in bestimmten Unternehmen zu arbeiten, die man vielleicht, wo man auch vielleicht gar nicht wusste, dass die in Hamburg sind. Zum Beispiel ein großer Softwarehersteller, wo ich dann später war, zu Besuch und mir angucken konnte, wie diese Programme hergestellt werden, beziehungsweise was auch an dem Standort Hamburg gemacht wird. Von daher war es für mich eine wahnsinnige Bereicherung, auch in dem Sinne, um mir vielleicht Unternehmen anzugucken, wo ich gesagt habe, nee, also von außen ganz cool, aber so die inneren Strukturen,
da sehe ich mich nicht. Es ist ja auch immer ganz wichtig, dass man sich selber mit einem Unternehmen identifiziert und man auch dahinter steht, so wie ich jetzt hinter dem öffentlich-rechtlichen System und hinter dem NDR und sage, das ist eine tolle Sache, wir werden von allen finanziert, sind unabhängig und ich engagiere mich gerne für den NDR und auch für die Angelegenheiten, die dann im Rundfunkstaatsvertrag zum Beispiel drin stehen. Und deswegen ist das für mich, war das für mich eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, die mich eigentlich nur weitergebracht hatte. Und es ist wahnsinnig schön, jetzt selber ein Teil davon heute zu sein. Cool, also ist der Talent Day irgendwie, hat der Talent Day dir auch geholfen, dich mehr in deinem Berufsfeld zu orientieren? Gab es da noch andere Instanzen? Hat dir noch irgendjemand, eine Person oder wie, wer hat dir dabei geholfen oder was hat dir dabei geholfen, noch mehr in diesen Bereich reinzukommen, in dem du jetzt arbeitest? Was heißt geholfen? Es gab immer Menschen um mich herum, die gesehen haben, wofür ich mich interessiert habe und die mich dann supportet haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das, wofür man brennt, immer auch im Auge behält und Leute sich sucht, die einen dabei unterstützen und nicht unterstützen. Also BefürworterInnen sucht, die einen weiterbringen. Das können Lehrkräfte in der Schule sein, Familie, Freunde. Sehr unterschiedlich, wer einen da unterstützen kann. Und so sehe ich das auch heute aus meinem Beruf als stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter. Wenn Leute für etwas brennen, dass ich sie dabei unterstütze und ihnen quasi aus dem, was sie erzählen, dass sie sich selber dabei unterstützen, quasi ohne dass ich da viel was bei machen muss. Und das ist, glaube ich, heute meine Aufgabe und das ist, kann jeder, glaube ich, auch nachvollziehen, dass wenn man für etwas brennt, dass man lieber UnterstützerInnen um sich herum hat als Nicht-FürsprecherInnen. Und magst du noch mal erzählen, wie es so ist, als Mediengestalter oder Auszubildender im Bereich Mediengestaltung, Bild und Ton? Also wie sieht da der Alltag aus? Und hast du vielleicht auch eine kleine Anekdote oder so? Also ich bin da eigentlich reingegangen. Ich bin ein wahnsinnig wissbegieriger Mensch. Ich möchte immer überall reingucken, reiße alle Türen auf und frage sehr viele Fragen. Das wissen viele KollegInnen auch. Und manchmal sind es auch sehr viele Fragen. Aber die Ausbildung zur Mediengestaltung ist halt einfach sehr vielfältig. Du kannst hinter der Kamera arbeiten, du kannst Ton machen, du kannst nachher im Fernsehen arbeiten, im Radio oder Social Media Kanäle betreuen. Also es ist sehr bunt und vielfältig. Und dadurch war das für mich tatsächlich sehr schön, mal mit auf dem Dreh zu sein, vor Ort zu sein, zu sehen, wie wird sowas produziert, aber auch nachher im Schnitt zu sein und das Material zu bearbeiten, zu sichten und dann als fertigen Film oder Beitrag im Fernsehen zu sehen. Das war für mich schon sehr, sehr, sehr schön. Ich träume immer noch davon, im Sommer Kameramann zu sein und im Winter Cutter zu sein. Das wäre für mich so ein ganz schöner Job. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Aber aber dadurch, dass diese Ausbildung halt sehr vielfältig ist und sie sich auch weiterentwickelt heute. Wir haben auch beim NDR verschiedene Ausspielwege. Wir sind nicht nur Fernsehen, linear im Fernsehen, sondern auch auf den Social-Media-Kanälen, TikTok, Instagram, Facebook. Und die ganzen anderen Social-Media-Kanäle. Und das ist, glaube ich, das, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, aber auch macht, diese Vielfalt an Aufgaben, die einem als Mediengestalter oder ja in der Mediengestaltung offen sind. Und du bist ja auch stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter. Magst du einmal erklären, was das bedeutet und was dein Job ist? Es war eher auch sehr... nicht mein normaler Werdegang quasi. Ich habe Mediengestalter gelernt und bin jetzt stellvertretender Gleichstellungsbeauftragter, weil ich irgendwann gesehen habe, okay, es ist eigentlich ein Thema, was mich interessiert, wo ich auch teilweise von betroffen bin. Es geht jetzt hier auch um Vielfalt und was machen wir da? Ich sitze zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen mit dabei, gebe Seminare und gucke, dass wir ein ausgeglichenes Unternehmen sind, dass der Frauen- und Männeranteil ausgeglichen ist in den verschiedenen Funktionen, Organisationsbereichen, aber auch in den Berufsgruppen und in den Vergütungsgruppen, dass es auf allen Ebenen gleich ist. Nicht, dass nur in bestimmten Berufen ausschließlich Männer oder ausschließlich Frauen sitzen, sondern dass es halt ausgeglichen ist, aber auch, dass wir diverser werden. Das heißt, unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Sozialisierungen, Herkünften oder was auch immer quasi im Haus zu finden sind auf unterschiedlichen Positionen, sodass man nicht dieses klassische Klischee-Denken hat, dass bestimmte Menschengruppen nur bestimmte Jobs machen. Und das ist das, was wir aufbrechen und die Leute da fördern und aber auch unterstützen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es eigentlich in den wenigsten Bereichen wirklich auch schon komplett ausgeglichen ist. Also da ist noch Luft nach oben und dann kann man ja eigentlich auch mal die BIPOCs und also Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Sternchen motivieren, sich vielleicht auch mal beim NDR zu bewerben oder so, ne?
Du bist jetzt wieder ausgeschaltet. Ich kriege das heute noch hin. Auf jeden Fall. Wir sind ja auch eine Vier-Länder-Anstalt, also in vier verschiedenen Ländern, also in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein sind wir vertreten und überall sind natürlich auch andere Herausforderungen oder auch andere Geschichten da. Und die, um die zu vertreten, brauchen wir natürlich auch Menschen, die vielleicht aus dieser Region kommen, um das nochmal zu erzählen. Ich als Stadtkind, sage ich mal, kann wenig vielleicht mit dem Dorf anfangen, aber dafür kann ein Dorfmensch viel mehr aus dem Dorf erzählen. Und so suchen wir natürlich auch Leute aus der Region, aus dem Norden, aber auch alle Menschen, die sich bewerben und fragen dann natürlich auch, warum bewirbst du dich? Was ist deine Motivation? Also da kann ich nur sagen, bleib du selbst und erzähl, warum du etwas machen möchtest und brenn dafür einfach. Also mach Praktika, hab ein schönes Hobby und setz das für dich halt einfach um. Und alles andere wird dann von alleine kommen. Sind das auch Dinge, die du den Studierenden und Schülern, die gerade zuschauen, mit auf den Weg gehen würdest, wenn sie sich für Mediengestaltung interessieren? Auf jeden Fall. Also gerade in der Mediengestaltung sollte man, glaube ich, dafür brennen. Es ist wahnsinnig, man kann hinter der Kamera arbeiten und es ist ein wahnsinnig langer Arbeitstag. Vielleicht passieren unvorhersehbare Sachen und es ist meistens ja auch alles aktuell. Also man sollte sehr flexibel, aber auch irgendwie in gewissen Situationen wissen, wie man handelt. Und ich glaube, das kann man sich vorher ganz gut aneignen und aber auch während der Ausbildung lernen. Dafür ist sie auch am Ende da und hat damit dann auch seine Bereiche, die man abdecken kann. Und nur weil man in einem bestimmten Bereich ist, muss man da nicht bleiben, sondern man kann auch mal wechseln und sagen, okay, ich möchte mich lieber vielleicht in einem anderen Bereich spezialisieren. Das ist das, was ich an der Mediengestaltung sehr, sehr schön finde. Cool. Danke für den Input. Wir sind jetzt schon am Schluss angekommen, haben auch schon ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr fand es genauso interessant wie ich und konntet einiges aus den Impulsen mitnehmen, auch von Vagisen jetzt und den anderen Teilnehmenden. Ihr habt die Möglichkeit, davon hatte ich vorhin schon gesprochen, einmal auf der Seite vom Talent Day nachzuschauen, nach Berufen zu schauen, die ihr vielleicht irgendwann mal machen wollt oder wenn ihr einfach noch keine Ahnung habt, habt ihr auch die Möglichkeit, an der Seite so Filter anzugeben und dann für euch vielleicht den richtigen Job zu finden mit einer Berufsbeschreibung und alles, was es dafür braucht. Ihr seht ganz oben, ihr müsst einfach www.medien-it-berufe.de eingeben. Und dann seid ihr da auf der Seite und Leute, so hat mein Werdegang eigentlich auch angefangen. Nach dem Abitur bin ich auf ungefähr so eine Seite gegangen fürs FSJ Kultur und dann hat sich eins nach dem anderen ergeben. Also ich kann es empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen und jetzt auch gleich in die Unternehmen zu gehen, ob digital oder auch in Präsenz. Nutzt die Chance und informiert euch über die verschiedenen Berufe. Ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bedanken bei den VeranstalterInnen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei den SpeakerInnen und auch bei euch, die so aufmerksam zugeschaut haben, Fragen gestellt haben und jetzt auch das nutzen, was der Talent Day euch bietet. Ich fand es auch sehr interessant, muss ich sagen, und möchte auch an der Stelle nochmal Werbung fürs vierte deutsche Fernsehen machen. Es ist auch ein niedrigschwelliger Weg, um in die Medienbranche mal reinzuschauen, in alle möglichen Bereiche, Kamera, vor der Kamera, hinter der Kamera, alles Mögliche. Checkt es auch gerne auf Instagram aus. Vielen Dank an die Handelskammer und die Unternehmen, die sich heute bereit erklären, alle aufzunehmen und Fragen zu beantworten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt in den Unternehmen und bedanke mich herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.